Ihr habt jetzt die Möglichkeit, das in die Kommentare zu schreiben. Was soll Clash of Clans, was soll das Supercell-Team an der Clanstadt verbessern? Fantastic. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Wir gucken heute auf die Clanstadt. Wird die Clanstadt ein zweites Nachtdorf oder wird sie die Kurve kriegen? Werden wir noch coole Updates sehen hier in der Clanstadt? All das werden wir heute diskutieren. Ich brauche bei zwei Punkten mal eure Hilfe. Zum einen natürlich bei der Clanstadt. Schreibt mir mal in die Kommentare, spielt ihr sie noch regelmäßig, spielt ihr sie nicht mehr so regelmäßig? Macht es euch noch Spaß? Findet ihr die Überfälle noch gut? Seid ihr da noch gemeinsam im Clan aktiv? Wie weit seid ihr generell bei der Clanstadt? Und so weiter und so fort. Das sind alles Fragen, die ich mir natürlich stelle, wo ich natürlich gerne eure Antworten lesen möchte dazu. Bin ich schon sehr gespannt. Zum anderen, ich nehme jetzt etwas anders auf als sonst. Ich habe mir eine neue Capture-Card geholt. Das bedeutet, schreibt mal bitte die Meinung zur Aufnahmequalität in die Kommentare. Ich bin da sehr gespannt. Wobei ich eigentlich sagen muss, die Qualität finde ich eigentlich recht gut. Also, ich bin sehr zufrieden damit. Sieht super aus. Ton passt auch. Also von daher freue ich mich trotzdem auf euer Feedback dazu. Aber zurück zur Clanstadt. 2.5.2022, vor etwas mehr als 3 Monaten, kam das ins Spiel. Und wir können ja eigentlich davon ausgehen, dass wir noch vielleicht dieses Jahr, aber zumindest vielleicht dann Anfang des nächsten Jahres ein Update sehen werden dazu. Und was könnte das für ein Update sein? Da ist ja im Endeffekt so das, wo die meisten damit spekulieren, eine neue Megatruppe, ein neuer Bezirk vielleicht. Also das, was die Clanstadt dann besser machen soll als das Nachtdorf, wo das Nachtdorf auf jeden Fall gekränkelt hat, dass da irgendwann die Updates fehlten. Die Updates fehlten und dann haben die Leute natürlich nicht mehr so den Spaß gehabt. Ich meine, es ist, glaube ich, jetzt schon 3 Jahre her, seit wir Meisterhütte 9 haben. Das muss man sich ja einfach mal überlegen. 3 Jahre. Das ist so eine lange Zeit, seitdem sich da nichts mehr getan hat, großartig. Na gut, irgendwann haben sie mal die Truppenkosten, Truppenkosten ja sowieso nicht, aber die Truppenzeit haben sie irgendwann mal weggemacht. Schön und gut. Ansonsten hat sich da nichts getan. Da soll ja was kommen im Nachtdorf, ich bin mal gespannt. Denn ich möchte auf keinen Fall, dass die Clanstadt das gleiche Schicksal erleidet wie das Nachtdorf. Allerdings, es ist ja gerade mal 3 Monate her, und irgendwie so richtig so die Begeisterung jetzt hierfür, finde ich, jetzt haben wir eigentlich, habe ich in diesem Clan nicht, habe ich bei den Mummies nicht, habe ich bei den Clans, die ich besucht habe, nicht gesehen. Also irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, so irgendwie so richtig, dass da so ein Schwung der Begeisterung war, das habe ich jetzt nicht gesehen, muss ich gestehen. Dabei ist die Clanstadt ja wirklich cool, auch mit dem Überfall. Nur irgendwie beim Überfall, finde ich, persönlich ist das Problem, da machen halt auch viele irgendwie so, da kochen viele ihr eigenes Süppchen. Und ja, so richtig so, dass die Leute sich da absprechen gescheit und dann sagen, ja, hier, ich greife jetzt an, dann setze ich den Zauber dahin, dann kannst du da drauf aufbauen und so weiter. Das ist eigentlich gar nicht. Also maximal, dass jemand dann sagt, okay, hast du noch den Zusatzangriff oder hast du den schon geholt? Möchtest du den haben und so weiter? Das ist es dann auch schon gewesen. Und jetzt hier ist natürlich super GAU. Der Berggolem ist ganz alleine noch unterwegs. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall noch Zeit zu reden. Ja, große Befürchtung. Clanstadt wird zu Nachtdorf Nummer 2. Das wäre wirklich ganz schlecht. Denn wenn man sich ja mal zurückerinnert, die Kommentare bei Facebook, ich meine, gut, die sind immer schlecht. Wenn Clash of Clans was postet, vor allem die deutsche Seite, und es kann noch so geil sein, sie könnten jedem 1 Trilliarde Gems schenken. Es gibt immer Leute, die sich beschweren. Das ist einfach so. Vielleicht ist das bei uns Deutschen einfach so. Vielleicht sind wir von Haus aus ein Volk der Meckerer. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich meckere auch oft. Es kann sein. Ich will mich da auch jetzt selber nicht ausnehmen. Nur, es gab dann schon sehr viele schlechte Kommentare, was die Clanstadt angeht. Die braucht doch keine. Wir wollen Rathaus 15 haben. Und Rathaus 15 ist für die Clanstadt auch ein Riesenpunkt. Und warum ist das so? Erstmal nehmen wir die Taktik jetzt nochmal, ich habe da nochmal Bock drauf. Warum ist Rathaus 15 für die Clanstadt so ein Riesenpunkt? Das kann ich euch sagen, und zwar wird das einen riesen Einfluss haben, denn wenn sie Rathaus 15 bringen, dann könnte das den Fokus ja nochmal etwas mehr wegrücken von Rathaus, von der Clanstadt. Das muss man sich mal überlegen. Vorausgesetzt, also einfach mal so als kleines
Gedankenexperiment, so als kleines Beispiel. Angenommen, sie bringen Rathaus 15 dieses Jahr noch raus. Sagen wir einfach mal im Winter. Im Dezember bringen sie ja schon mal gerne ein großes Update raus. Sagen wir, im Winter bringen sie Rathaus 15. Als ob da noch jemand in den nächsten Monaten danach großartig die Clanstadt spielt. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Es bleibt super spannend. Und ich hab's, glaube ich, eben schon mal angesprochen. Updates, die wir natürlich hier erwarten können. Die Updates hier sind natürlich relativ gut vorhersehbar. Eine neue Megatruppe. Neue Bezirke vermute ich noch eher als ein neues Level für das Stadtrathaus. Denn das Stadtrathaus hat Maxed Level 10. Das passt eigentlich schon mal ganz gut. Ja, vielleicht noch neue Level für die Bezirke. Wer weiß, aber so ein, zwei neue Bezirke kann ich mir schon gut vorstellen. Aber wie lange wird der Hype dann anhalten davon? Also eine 2 Wochen, 3 Wochen? Dann hat man es ja auch durch. Und vor allem sind wir jetzt hier, selbst unser Clan hier ist schon viel weiter bei der Clanstadt, als ich das überhaupt gedacht hatte. Ich hätte nicht gedacht, dass der Clan jetzt hier schon so weit ist. Wir haben schon Stadtrathaus Level 8. Und wir haben jetzt während der CWL ja die Hälfte vom Clan überhaupt nicht mehr hier gehabt. Die ist dann bei den Mummies. Und gibt dann natürlich da auch die Sachen aus. Und macht natürlich da dann auch mit bei den Überfällen. Ja, die Medaillen ist halt so der Punkt. Ich als Max-Spieler kann damit wenig anfangen. Ich spende mir dann zwar oft selber damit, mit den Überfallmedaillen, aber ich habe halt auch so viele, so oft greife ich hier dann auch nicht an, dass ich die dann brauche, ne? Ich habe 3600. Ich habe, glaube ich, 5000 Platz, ne? 5000. Ja, was soll ich damit machen? Ups. Was soll ich damit tun? Jetzt nehmen wir mal Speziale. Und noch davon was. Oder? Na komm, wir nehmen mal einen Frost mit. Der Frost ist auch ein guter Zauber, auch wenn er sehr viel Platz braucht. Und jetzt, meine Freunde, fliegt ihr alle da drauf. Und dann holen wir uns mal eben hier noch vorne das mal eben weg. So, ja. Es macht schon Spaß. Also, viele haben ja auch kritisiert die Angriffe bei der Clanstadt. So nach dem Motto, ja, das ist so einfach und man setzt was. Und da muss man zugucken, wie die Truppen das alles zerstören oder eben nicht. Aber ich meine, so, ja, ich sag mal, komplexe Angriffe, wo du zwischendurch auch noch darauf Einfluss nehmen kannst, das hast du im Hauptdorf. Und im Nachtdorf hast du den Duellcharakter. Brauchen wir denn dann hier in der Clanstadt überhaupt noch das, was wir sowieso schon in anderen Sachen haben? Oder ist das eine gute Ergänzung dazu? Ich sage schon, es ist eine tolle Ergänzung. Ja, nur irgendwie so, der Fehler, den ich persönlich immer sehe bei solchen Sachen, ist, alles, was nicht im Hauptdorf ist, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das wird irgendwie vergessen. Das ist so meine Meinung dazu. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Ich möchte was anderes ausprobieren. Leute, wir probieren jetzt einfach mal was aus hier. Und zwar so. Alles, was die nicht ins Hauptdorf reinpacken, das ist langfristig irgendwie, weiß ich nicht, zum Scheitern verurteilt ja nicht, aber irgendwie so richtig krachermäßig ist es dann auch nicht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Jetzt muss ich nur mal eben gucken, wie wir das Ganze angehen. Mist, hätte ich eigentlich. Was machen wir mit dem Sprungzauber? Den lasse ich mir. Den Sprungzauber lassen wir uns. Zack, 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 zack. So. Den brauchen wir nämlich nicht, weil die Riesen jetzt sowieso in der Mitte rumlaufen. An der Seite kümmern sich, ja, die Karren. Die haben so viele coole Truppen hier, oder? Ich bin so gespannt auf die Kommentare. Schreibt es mir wirklich mal gerne in die Kommentare, wie viel spielst du noch die Clanstadt und vor allem, wie viel Spaß macht dir das noch? Wie viel Spaß macht dir noch die Clanstadt? Macht sie noch sehr viel Spaß? Macht sie nicht mehr so viel Spaß, sagst du? Ah, da könnte ich vielleicht erstmal drauf verzichten. Ich gucke da nicht so oft rein. Ich gucke eigentlich nur beim Überfall rein. Das sehe ich ja auch oft. Die Leute bei uns, sowohl bei den Mummies als auch bei The Return, üben nie. Du kannst dich hier ja jederzeit herausfordern, aber das macht keiner. Es macht einfach niemand. Niemand fordert sich hier heraus. Es ist eigentlich schade. Und auch das mit dem Umbauen. Da sieht man auch, dass es einfach, zumindest unseren Stellvertretern, da möchte ich Josie aber mal ganz eindeutig rausnehmen aus der Geschichte, also denen ist es auch egal,
was jetzt hier wohin gebaut wird. Also irgendwie steht da teilweise, ich weiß nicht, ob man jetzt hier was sieht, ja hier oben zum Beispiel. Der da oben, da habe ich auch nicht drauf geachtet. Der Magierturm da oben, der Supermagierturm, der hat da natürlich absolut, da auch die Riesenkanone, die verschenkt auch ein bisschen Radius. Der Supermagierturm, der hat da irgendwie absolut keine richtige Funktion. Finde ich ja zumindest, den müsste man noch weiter in die Mitte reinziehen. Ansonsten, da ist jetzt zumindest schon mal eine Tür drin, immerhin. Aber ich glaube, ich glaub, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Dass es einfach teilweise nicht so den Anklang findet und dass die Leute dann einfach so ein bisschen, dass es den Leuten einfach so ein bisschen egal ist. Also, deswegen, ihr könnt es ja mal gerne vergleichen. Das wird auch super interessant werden. Das große Update, also Clanstadt ja sowieso das größte Update in der Geschichte von Clash of Clans gewesen. Und das vergleichen wir dann mal, wenn Rathaus 15 rauskommt. Und ich kann euch garantieren, Rathaus 15 wird mehr abgehen. Da könnt ihr jetzt schon mal euren Hintern drauf verwetten, dass das passieren wird. Rathaus 15 wird mehr abgehen als die Clanstadt. Obwohl es ja nicht das größte Update dann ist. Ist da eine Bombe? Ist da eine Bombe? Ist da eine Bombe? Nein, das ist keine Bombe. So, zack, 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 zack. Wir probieren das jetzt einfach mal so aus. Zauber drauf! Allerdings. Oh, doch, der Inferno kriegt ordentlich einen ab. Das ist gut. Der andere Inferno lebt leider noch. Unsere Riesen leben auch noch. Ich muss ja auch mal sagen, es ist, auch wenn das vielleicht nicht so gut ankam, das Update, ich muss sagen, sie haben echt einen super Job gemacht, das Clash of Clans Team. Wir haben ja so lange drauf gewartet. Es gibt neue Verteidigungen, es gibt einen neuen Angriffsmodus, es gibt sogar so eine Art neuen Clan-Klick, halt den Überfall. Es gibt neue Gebäude, die neuen Truppen sind einfach nur cool. Auch wenn vielleicht nicht alle Truppen komplett neu sind. Also zum Beispiel die Drachenkämpfer. Das ist ja nur ein Drachenkämpfer, hab ich gerade Drachenkämpfer gesagt? Schweinekämpfer. Das sind ja nur Schweinegleiter und Hawkrider. Es ist ja im Endeffekt das, was wir schon haben. Aber es ist doch egal. Oh, die fliegende Festung, der Berggolem. Wie cool sind die Sachen bitte alle? Wie cool sind die Sachen bitte alle? Deswegen hoffe ich einfach mal, sie bringen vielleicht noch so ein, zwei Sachen raus für die Clanstadt. Da könnt ihr auch gerne eure Meinung schreiben. Was sollen sie denn an der Clanstadt verbessern? Ihr habt jetzt die Möglichkeit. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, das in die Kommentare zu schreiben. Was soll Clash of Clans, was soll das Supercell-Team an der Clanstadt verbessern? Ich bin gespannt. Schreibt es in die Kommentare, was sollen sie verbessern? Da bin ich mal sehr gespannt. Und jetzt gucken wir mal eben. Oh, es könnte sogar reichen. Waren das dann zwei Angriffe? Wir müssen umbauen, Leute. Wir müssen unbedingt umbauen. Ah, ja, 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 ja. Und dann gucken wir mal ganz kurz jetzt eben im Nachtdorf. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich da schon wieder ordentlich, ja, irgendwie ordentlich Gems in der Kiste habe. Warte mal, wo ist denn noch was? Nein, da oben. Ja. Schön. Oh, wir werden es nicht schaffen, oder? Immerhin habe ich da schon mal was richtig gemacht. Ja, super. Ey. Ja, komm, das ist mir zu blöd. Das ist mir zu blöd. Das, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr großartig jetzt da noch nichts mehr zu machen. Das war gut. Zack, zack. Zack, 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 zack. Jetzt holt euch mal eben alles hier hinten noch. Das reicht nicht, oder? Na, das reicht nicht ganz. Aber gleich reicht es. Also, ich hätte jetzt nicht noch warten können. Die Chance, dass sie das noch geschafft hätten, ist ziemlich gering gewesen. Deswegen, da noch 50 Sekunden zu warten. No, 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 no. Was habe ich gesagt? Umbauen, ne? Umbauen müssen wir noch. Layout bearbeiten. Zup, 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 zup. Weg damit. Weg damit. Die passt doch zum Beispiel wunderbar dahin. Du kleine Fratz, wo passt du denn noch hin? Wo passt der noch hin? Ja, hier rein. Hier da rein passt er noch. Das würde, glaube ich, ein bisschen besser passen. Zack. Und jetzt gucken wir ganz kurz zum Ende noch eben nach. Hier habe ich übrigens die 80er-Szenerie ausgewählt. Die Pixel-Szenerie. Viele mögen sie nicht. Ich finde sie eigentlich ganz cool. Oh, wir müssen neue Truppen auswählen. Für die Achievements. Wie viel fehlt mir noch? Ich habe ja hier noch eins freigeschaltet. Das werde ich aber noch nicht einsammeln in einer weiteren Folge. 217 von 250. Läuft. So. Ja, 13 Gems.
Ja, und damit sind wir jetzt im Endeffekt am Ende von dieser Episode. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, schreibt mir euer Feedback zu der neuen Aufnahme in die Kommentare. Vergesst nicht zu schreiben, was stört euch an der Clanstadt? Was sollte das Clash of Clans Team anders machen? Was für ein Update wünscht euch in der Clanstadt? Und dann sehen wir uns in der neuen Episode wieder. Schaltet wieder ein. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und Moment, den eben noch. Den eben noch. Wenn ich ihn erwische. Wenn ich ihn erwische da oben. Da. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.